Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Wie ihr seht, habe ich mir heute Verstärkung besorgt, nämlich die Elisa von Elisa und Kiwi, die eigentlich fast immer in meinen Videos zu sehen ist. Aber wir haben euch ja vorgewarnt, dass wir immer mal wieder was zusammen machen. Ja. Und wir haben ja auch letzte Woche was zusammen gemacht. Nämlich, wir haben Ostereier gefärbt. Das ist leider nicht so geworden und die Bienenwachstechnik ist nicht so geworden. Aber die Eier sahen zum Schluss trotzdem schön aus. Ja. Ihr könnt ja in ihr Video reinschalten, das seht ihr unten. Und ich kann euch auch einen kleinen Preview geben, wie die Eier aussahen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an, Cake Pops zu backen. Ja, viel Spaß! Ich habe schon alles abgewogen. Auf den grünen Zetteln steht das Grundrezept, auf den gelben Zetteln steht das doppelte Rezept. Die doppelte Menge nehmen wir, weil wir zwei Formen Cake Pops machen wollen. Ihr braucht fürs Backen noch einen Schlesinger und eine Springform oder eine Kastenform, wie ihr das habt. Der Frischkäse und der Puderzucker sind für den fertigen gebackenen Teig zum Vermengen. Die Butter habe ich schon erwärmt und sie ist schon in der Schüssel. Wir fügen jetzt einfach den Zucker hinzu und rühren das Ganze richtig durch mit einem Mixer oder einem Schneebesen, bis es schaumig ist. Ich helfe der Elisa und schlage die Eier auf und gebe sie dazu. Das Mehl ist schon mit dem Backpulver gemischt und gebe ich ebenfalls dazu. Jetzt habe ich mal übernommen, um nochmal kräftig durchzurühren, damit es ein glatter Teig wird. Der Teig kommt dann in die eingefettete Springform und die kommt in den Ofen, der auf 160 Grad geheizt ist, und wir backen das Ganze 15 Minuten. Während der Kuchen backt, modelliert Elisa aus Marzipan die Kämme für die Küken. Wir haben nicht für jedes Küken einen Kamm gemacht, da ja Küken eigentlich keine Kämme haben. Die gelbe Lebensmittelfarbe mischen wir mit dem Puderzucker für die Glasur für die Küken mit 5 Esslöffeln Wasser. Währenddessen hat Elisa die Glasur für die Eier in normalem Weiß gerührt, die etwas flüssig geraten ist, leider.
Jetzt nehmen wir den fertig gebackenen Teig, der 10 Minuten abgekühlt ist, und zerbrechen ihn in die Schüssel. Vermischen das Ganze mit dem Frischkäse und dem Puderzucker und vermengen es nochmal gut zu einem glatten Teig. Da werden die Finger ganz schön dreckig. Dann könnt ihr anfangen zu formen. Wir formen Kugeln für die Küken und kleine Eier. Dann stecht ihr die Kugeln auf, einen in die Puderzuckerglasur getunkten Stab, damit die Kugeln nicht runterrutschen. Wir haben dann alle Kugeln hingestellt, um Platz zu sparen. Dann haben wir angefangen, die Eier zu formen und die auch aufgespießt und hingestellt. Jetzt geht's ans Glasieren. Die Kugeln in die Glasur tauchen und schön einrollen. Und danach schön abtropfen lassen. Das, was wir nicht gemacht haben. Denn dazu gesagt ist die Glasur auch noch mal etwas flüssiger geworden. Das nächste Mal nehmen wir einfach Schokolade. Später den Kamm und den Schnabel schon auf die Küken festdrücken und zum Trocknen auf die Halterung stellen. Dann haben wir fleißig weiter glasiert. Bei den Eiern dasselbe Spiel, nur mit weißem Zuckerguss. Nachdem die Kugeln dann in der Gefriertruhe ca. 10 bis 15 Minuten getrocknet sind, können wir loslegen mit den Eiern, um sie fertig zu verzieren. Die Farben sind dann leider noch sehr verlaufen, aber das war das Ausprobieren wert.
Später haben wir angefangen, die Küken auch zu verzieren. Und hier seht ihr gleich nochmal das Endergebnis. So, wir sind jetzt fertig mit Backen. Und das Ergebnis habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, ein bisschen missglückt. Dieses Ostern ist das Ostern der Fails. Ja, definitiv. Aber wir haben das erste Mal alles zusammen gemacht. Ich glaube, das war der Fehler. Ich glaube, es ist die Zuckerglasur, um ehrlich zu sein. Also mit Schokolade, die schneller trocknet, kriegt man bestimmt ein schöneres Ergebnis hin. Und wenn man es komplett einfarbig lässt auch. Also hier, es war alles blütenförmig, es ist einfach nur runtergelaufen. Es sah von beiden jetzt aus wie Kaviar. Also es ist ein Kaviar-Ei und das wird jetzt sehr süß. Ja, die Eier sind komplett improvisiert, zwecks Glasuren, allem drum und dran, das nächste Mal einfach mit Schokolade. Und das Rezept von den Küken-Cake-Pops findet ihr in einem Buch. Die ISBN-Nummer schreibe ich euch unten in die Infobox mit rein. Das Buch enthält auch ganz viele noch andere lustige Sachen, die wir vielleicht sogar ausprobieren. Ich hoffe, die enden nicht so. Ach nein, so jetzt. Geschmackstest. Oh Gott. Das schmeckt wie Sandkuchen. Na gut. Also dieses Ostern war bei uns allen beiden ein bisschen chaotisch. Ein bisschen? Aber ich hoffe doch, ihr habt trotzdem noch einen schönen Ostersonntag und vor allem dann einen schönen Ostermontag. Macht es besser. Macht es nochmal für eure Familie. Na dann. Tschüss.